Das war eine sehr gute Frage. Im Moment laufen wir auf Windows. Der Kollege von Microsoft, der gleich mich beerben wird, wird Ihnen wahrscheinlich Windows Phone 7 zeigen. Windows hat im Moment ein bisschen das Problem, dass dieser Formfaktor noch nicht ganz so gut funktioniert, wie man es sich wünschen würde von der Firma her. Entsprechend laufen wir auf Windows on top of Windows. Das heißt, Sie machen Word auf und Sie sehen unseren Co-Piloten. Und während Sie etwas schreiben, Hallo Thomas, zeigt er Ihnen tatsächlich als Co-Pilot auch die verschiedenen Thomasse an, die Sie kennen und so weiter. Und Sie können mit den Daten interagieren. Das heißt, wir erweitern Windows. Wir sind keine Oberfläche wie andere Firmen, die jetzt einfach den Browser-Button etwas größer machen und den eigenen fingerbasierten Media Player machen, sondern wir wollen tatsächlich dem Betriebssystem helfen, es so smart zu machen, dass man es innerhalb unseres Paradigmas benutzen kann. Und wir laufen auch auf Android, leider nicht auf Windows Mobile, weil der Market Share im Moment, aber das kann sich ja noch ändern, die Investition nicht rechtfertigt. Aber diese zwei laufen auf jeden Fall schon. Wir werden Mitte nächsten Jahres dann auch über die Cloud synchronisieren können. Um die zweite Frage zu adressieren. Wir sind, ich glaube, als Europäer oder als Deutsche, ich weiß nicht genau, wir sind sehr darauf erpicht, dass die Daten in der Kontrolle des Users liegen. Das heißt, wir sind keine Cloud-Company per se, wo wir sagen, super, gib mir alle deine Accounts, wir saugen das auf unsere Server und verkaufen sie an CIA und Google, sondern wir wollen tatsächlich, dass der User seine Daten bei sich hat. Wir verstehen aber auch, dass der User eben diese Daten synchronisieren will, entweder mit seinem eigenen Desktop oder auf sowas wie, wie heißt das, Apple Me und so weiter, dass sie es auch in der Cloud haben. Ja? Aber das ist nur ein zusätzlicher Service, aber kein Must. Wir wollen wirklich dem User erlauben, seine Daten bei sich zu haben, aber anders damit zu arbeiten als nur ein. Also ich habe hier, ich weiß nicht, 8000 Lieder drauf und es gibt bisher noch keinen Media Player, der wirklich so gut funktioniert, dass ich Kinetic dadurch scrolle. Wenn Sie sich jetzt was merken, legen Sie eine eigene Datenbank dazu an, brechen Sie mit dem Windows Explorer Modell oder setzen Sie sich daneben? Auch eine großartige Frage, hat auch uns Monate der Diskussion gekostet, wie wir es denn jetzt genau machen. Es macht keinen Sinn, in PTPT eine Kopie Ihrer Pictures zu speichern. Erstens explodiert die Datenbank, zweitens haben Sie kein zusätzliches Wissen dazu. Was wir also machen ist, wir merken uns den Ort, also den Filesystemort von dem Bild, aber wir merken uns auch den GPS-Ort von dem Bild. Und zusätzliches Wissen, wenn jemand also quasi für PTPT einen Gesichtserkenner für Pictures schreibt, dann würden wir uns auch die Leute auf dem Bild merken und dieses Wissen assoziieren. Und wenn Sie dann sagen, zeig mir alle Bilder von Fritz, dann würden wir die JPEGs anzeigen, die im Filesystem liegen. Das heißt, wir sind ja ein Kompagnon zum Filesystem sozusagen. Möglichst wenig Redundanzen erzeugen. Aber das, was Sie eben wollen und brauchen, also zum Beispiel Inhalte von E-Mails, merken wir uns auch. Wir lassen aber den Client in Ruhe. Das heißt, der kann sich trotzdem so merken, wie er es in seiner Datenbank braucht. Wenn Sie aber wollen, könnten Sie auch für uns eben eine App schreiben, die wirklich nur auf unsere E-Mails funktioniert und nicht separat nochmal Outlook mit schleppt. Wie kriege ich es dann von einem zum anderen Rechner? Genau, unser Datenmodell ist insofern universell, als dass wir das transportieren können zwischen MeeGo, Symbian, Android, Linux und Windows. Das heißt, wir sind relativ abstrakt, können uns die Daten merken und tracken sozusagen, wo Ihre Apps liegen. Und natürlich, wenn Sie jetzt eine bestimmte App haben auf dem einen System und auf dem anderen nicht, dann werden diese Aktionen, die Sie damit machen können, natürlich in dem einen System zur Verfügung stehen und in dem anderen nicht. Also wir haben zum Beispiel auch die Apps, die Sie installiert haben, die repräsentieren wir in PTPT auch, weil jede Application ist im Prinzip ein Verb, ja, sozusagen. Sie transformiert nämlich Daten von vorher nach nachher. Und wenn Sie eine bestimmte App für einen bestimmten Datentyp auf dem PC nicht haben, aber auf Android schon, dann können Sie halt so lange, wie Sie die Datenbank auf Android benutzen, das nicht machen, auf dem PC dann schon.